Du willst genauer in die Gestaltung deiner Landingpage einsteigen und brauchst ein paar weitere Beispiele und genauere Konzepte, wie du das Ganze machen kannst. Dann habe ich heute ein paar Beispiele aus der Praxis für dich, an der du dich orientieren kannst, wenn du deine Landingpage besser machen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zum neuen SEO-Dienstag. Ich habe mich mal gleich ein bisschen kleiner gemacht und in die Ecke gepackt, damit du nicht so viel von dem unordentlichen Zimmer im Hintergrund sehen musst. Heute soll es um das Thema Landingpages wieder gehen. Wir haben schon zwei Videos gemacht und ich werde auch ganz kurz diese Infos, die wir da schon hatten, mal Revue passieren lassen oder nochmal in Erinnerung rufen, wo es darum ging. Weil das Thema ist heute nochmal Landingpages. Ich habe so ein paar Beispiele rausgesucht, um dir nochmal grundlegende Konzepte zu zeigen, wie du deine Landingpage verbessern kannst, auf welche Dinge du achten kannst oder welche Inspiration du auch für dich auf deine Landingpage anwenden kannst und nutzen kannst, um diese besser zu machen. Letzte Woche gab es kein Video, das tut mir leid an der Stelle. Wir hatten ein bisschen viel zu tun. Ich hoffe aber doch, dass wir den Rhythmus des wöchentlichen Videos ab jetzt wieder ganz normal fahren können. Steigen wir ein in das Video. Ich möchte, wie gesagt, diese kleinen Anfänge mit diesem tollen Standbild von mir nochmal zeigen. Wir hatten in einem Video definiert, was eine Landingpage eigentlich in verschiedenen Kanälen bedeuten kann. In der SEA gab es da unterschiedliche Ansätze. Aber eigentlich haben wir dann für uns gesagt, okay, die Landingpage muss in Google gute Rankings erzielen, aber prinzipiell muss auf jeden Fall verkaufen, also Leads generieren, Downloads und ganz normale Produktverkäufe hervorrufen, und sie muss eine hohe Conversion Rate haben. Das sind so unsere Fokusziele, die wir mit der Landingpage verfolgen, und wie der Besucher auf diese Seite kommt, kann natürlich beeinflussen, wie er sie auch wahrnimmt oder welche Vorinformationen er vielleicht schon hatte. Aber wir gehen halt davon aus, dass wir ein breites Spektrum an Traffic haben, also vorrangig auch die Suchmaschinenoptimierung natürlich, und wollen unsere Landingpage dann im transaktionalen Sektor besser machen. Da war natürlich die zweite Frage, wie kann man denn so eine Landingpage aufbauen? Gibt es da ein paar Konzepte für so eine klassische Landingpage im E-Commerce? Ja, die gibt's. Also man muss sich mit dem Hero Shot beschäftigen, das ist sozusagen das Erste, was man zu sehen bekommt auf der Landingpage, das ist ganz wichtig. Man muss klar definieren, worum es geht, und braucht eine gute Headline in diesem Hero Shot und ein schönes Bild halt auch. Wir haben hier gesehen, dass wir Logo, Siegel und Trust-Symbole einbauen müssen, dass wir hier eine Einleitung haben, USPs darstellen müssen und einen Call to Action haben. Da haben wir uns Beispiele angeguckt aus Foodspring, sogar von der SEO-Hochschule und noch anderen. Und diese Konzepte im Detail wollen wir uns an den neuen Beispielen nochmal in weiteren Produktseiten anschauen. Wir haben jetzt nicht die klassische E-Commerce-Seite, wir haben eher ein digitales Produkt in der Form einmal eines Online-Kurses, eines Online-Tools, einer Person selber, die sich quasi auch irgendwo verkaufen möchte, und einen, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber eine mögliche weitere Adresse, wie du noch mehr über das Thema Conversion Rate und E-Commerce Landing Pages lernen kannst. Und da starten wir direkt rein. Das schöne Bild kann ich einmal zumachen. Die erste Seite, die wir haben, ist digitalmarketer.com. Eine Seite, die dir Online-Kurse zum Thema Online-Marketing verkauft, so ähnlich wie wir das tun. Warum habe ich die Seite genommen? Weil sie natürlich als Online-Marketing-Experten wissen müssen, was sie hier auf der Landingpage, wenn sie selber ihre Kurse verkaufen, tun. Und für mich war das immer eine kleine Inspiration, unsere Kursseite oder unsere Landingpages für die Kurse daran aufzubauen. Und wir haben ein paar ganz interessante Konzepte, die wir hier sehen. Das erste ist gleich ganz oben, rot und sticht ins Auge. Natürlich, dass das Verknappungsprinzip, ein häufiges eingesetztes Marketingprinzip, hier einmal angewendet oder angewandt wird, ja, dass wir hier für nur $95 $900 sparen können und das auch nur limited time, also Verknappungsprinzip und noch ein Rabatt, dass wir hier auf jeden Fall zuschlagen müssen, ist ganz oben auf jeden Fall permanent oder sehr stark präsent gemacht. Aber das ist schon mal so der erste Trick auf der Landingpage, den viele halt benutzen. Entweder es tickt eine Uhr runter oder wir haben hier so was Rotes, was sofort ins Auge sticht, wo wir sagen, wir könnten hier Geld sparen.
Das ist auf jeden Fall das erste Konzept auf der Landingpage, ganz oben noch über dem Header angewandt, was uns zum Kauf direkt schon unterbewusst, bevor wir noch gar nicht wissen, worum es hier eigentlich geht, verleiten soll. Dann haben wir den reduzierten Header. Wir haben hier wirklich nur die Möglichkeit, auf die Hauptseite zurückzukommen und anzurufen. Wir haben keine weiteren Möglichkeiten zu navigieren. Wenn wir mal auf die Hauptseite gehen, dann haben wir natürlich ein ganz anderes Menü. Ja, haben hier Blog, Podcast, Produkte und das wollen wir nicht. Und sonst welche Sachen. Aber wenn wir wirklich nur auf der Landingpage dieses einen einzelnen Kurses sind, ist das sehr reduziert. Ja, dann haben wir eine Besonderheit, erstmal hier eine große fette Überschrift und diesen Hero Shot, dass man hier zertifiziert ist, ist halt das, was herausstechen soll. Natürlich eine große Überschrift und etwas, was ich hier auch empfehlen möchte, wenn du mehr Informationen anbieten willst und ganz unten erst den Kaufbutton hast. Nicht immer ist es gut, den Kaufbutton gleich am Anfang so eines digitalen Produktes zu präsentieren, weil du ja nicht den Eindruck erwecken willst, dass es dir nur um den Kauf geht. Natürlich als jemand, der ein Geschäft betreibt, ist das dein vorrangiges Ziel, aber du willst ja erstmal überzeugen. Das heißt hier diese Zweiteilung aus diesem More, also Kursdetails, das sind die mehr Informationen und dieses Enroll-Button, ist ganz wichtig, dass du auch dieses Smooth Scrolling drin hast. Also wenn ich jetzt hier klicke, bringt der mich an die entsprechenden Informationen über den Kurs, also die Detailinformationen zu den einzelnen Modulen, die ich hier habe. Wichtig ist halt, dass der User merkt durch dieses Smooth Scrolling, was ja eigentlich nur für viele vielleicht ein interessanter Effekt über JavaScript und CSS umgesetzt ist, aber dass die das wirklich sehen, dass du in derselben Landingpage an eine andere Stelle geführt wirst. Das ist eigentlich easy und sieht schön aus, aber ist wirklich ungemein wichtig, damit der Kunde, der auf diesen Button klickt, nicht denkt, er ist auf einer anderen Seite als auf der Landingpage, sondern weiß, er kann auch wieder nach oben scrollen. Sehr unterbewusst, aber in dem Fall wichtig. Und auch der Enroll-Button führt entsprechend nach ganz unten, wo das Angebot präsentiert wird. Und auch hier wieder, die Farbe des Buttons ist entscheidend. Wir werden durch das Grün animiert, auf direkt Enroll zu klicken und haben hier diese weiteren Informationen in dieser eigentlichen grünen Umrandung ein bisschen weniger präsent. Das solltest du auch bedenken. Das heißt, ja klar, willst du mehr Informationen geben, aber dein eigentliches Ziel ist der Enroll-Button. Der soll gleich ins Auge stechen und der hebt sich hier auch, wenn wir hier unten das Grün nicht weiter beachten, hebt er sich eigentlich hier in dem Bereich auch schön ab. Wir haben prinzipiell auf dieser Landingpage richtig große Überschriften, das ist auch sehr wichtig. Also die erste Message ist, du sollst zertifiziert werden. Als Content Marketing Spezialist hier in dem Fall haben wir den Kurs für Content Marketing offen. Free Organic Traffic ist die nächste Message, die hier rüberkommen soll. Und Businesses brauchen mehr Marketer, deswegen sollst du dich hier weiter verifizieren und das ist ein Fakt und das wird dir hier in den Hauptüberschriften rübergebracht. Wenn wir jetzt so immer weiter scrollen, sehen wir sehr, sehr viel Content. Die Amerikaner sind da immer noch so ein bisschen anders aufgestellt als die Deutschen. Die Deutschen wollen nicht immer ganz so viel lesen. Die Amerikaner wollen hier doch schon alles ganz genau wissen. Und du hast hier sehr, sehr viele Listenpunkte, was ich generell nicht ganz so gut finde. Natürlich ist es schön, auch hier mit den Fettmarkierungen, dass dir alles präsentiert wird, was du in dieser Masterclass lernen wirst. Aber ich finde, die Punkte sollten noch kompakter gemacht werden, auch wenn es hier wirklich sehr viel ist. Also wie viele Metriken und verschiedenen Typen von Content es gibt, lernst du hier 60-Sekunden-Planer, also diese ganzen Vorteile vielleicht nochmal ein bisschen besser gegliedert aufzusplitten. Man kann die halt alle nennen, alle Punkte, aber eben nicht in der Form nacheinander. Also sieh das jetzt so, als Vorbild solltest du dir nehmen, dass du viel Content über dein Produkt, über deinen Kurs erzählst, so wie hier, das ist gut, aber dass du die Liste vielleicht nicht insgesamt so lang machst, sondern das vielleicht nochmal gliederst. Wir haben gleich noch das Beispiel, wo das ein bisschen besser aufgeteilt ist. Ja, auf jeden Fall sehr viel Content zu dem Kurs selber, mit den Überschriften halt auch gut zu lesen. Es wird klar, für wen es ist, was du lernst, steht halt hier auch direkt da, what you learn in this course. Und dann sind hier die einzelnen Punkte dabei. Und für wen das Ganze ist auch beantwortet. Das habe ich hier, das ist weiter unten. Wir haben jetzt hier den ersten Enroll-Button.
Und ja, für wen das ist, ist ganz interessant. Also du kannst dich selber als Zielgruppe auf der Landingpage identifizieren und einordnen, ob das für dich interessant ist. Und ja, dann, warum du zertifiziert werden sollst, ist nochmal das Warum und ja, die Gründe, die dafür sprechen, dass du das machen sollst oder warum die Zertifizierung genau wichtig ist. Also nochmal den USP sozusagen erklärt. Und dann ist auch wichtig, dass du über den Instructor, also den Dozenten etwas erfährst, sehr wichtig. Und im Laufe der Zeit, ich sage gar nicht, dass du das am Anfang unbedingt machen musst, ist so eine FAQ-Sektion auf der Landingpage sehr hilfreich. Wir haben das in Teachable drin, ein Dienst, den wir jetzt nutzen, um unsere Online-Kurse an den Mann zu bringen, als Plattform eben, als System, haben wir eine FAQ-Sektion permanent in dem Baukasten der Landingpage mit drinne. Und das ist bewusst gemacht, weil diese FAQ-Sektion nicht nur zu den Zahlungsmodalitäten, die eventuell ja, gefragt werden können, sondern auch zu dem Kurs selber sich irgendwann ergeben und du die entweder immer wieder in E-Mails beantworten musst oder direkt auf der Landingpage im Vorfeld schon klären kannst, wenn da jemand ja irgendwie Angst hat, das abzuschließen oder wie es mit der Zertifizierung hier dementsprechend funktioniert oder wie er sein Geld zurückkriegen kann, wenn irgendwas nicht ist oder wie schwer der Test ist. Alle diese Fragen werden sich im Laufe deines digitalen Produktes, sei es ein Online-Kurs, auch ein physisches Produkt, spielt eigentlich keine Rolle, auch wenn es ein physisches Produkt ist, werden sich diese Fragen entwickeln und du kannst sie auf der Landingpage direkt beantworten. Keine extra Sektion, keine neue Unterseite, also theoretisch kannst du das auch machen, aber es gibt immer die Dinge, die direkt zu dem Kurs gefragt werden und du kannst sie dann ganz unten hier in dem Fall auch mit beantworten. Also es ist immer die letzte Sektion so mit den FAQs und auch was den Dozenten angeht. Alles vorher geht hauptsächlich um das Produkt und ich finde ja, die Landingpage hat sehr, sehr viel Mehrwert. Einfach, ich kann alles erfahren, was ich zu diesem Online-Kurs hier wissen möchte, warum ich zertifiziert werden soll. Es ist alles drin. Und ja, im Prinzip kann ich mich lange einfach nur mit dieser Landingpage beschäftigen, um rauszufinden, ob das der richtige Kurs für mich ist oder nicht. Gibt eigentlich fast keine Frage mehr, die hier offen bleibt und ich brauche nur noch die Entscheidung machen, Enroll oder nicht. Habe hier den Enroll-Button, der mich hier diesmal ohne Smooth Scrolling, das sollten Sie hier vielleicht auch nochmal einbauen, ja, hier entsprechend zu dem Checkout führt, den ich dann hier machen kann. Und diese Prinzipien, ja, findest du hier auf dieser Landingpage sehr gut umgesetzt. Das heißt, die haben ihre eigenen Prinzipien auf ihrer Verkaufsseite sehr gut angewandt. Die wissen halt auch, wie es funktioniert und du kannst es dir als gutes Beispiel ranziehen. Du siehst auch, wenn ich hier so durchscrolle, immer mal wieder diese unterschiedlichen Abstufungen der Hintergrundbereiche. Das finde ich immer ganz cool, um halt auch verschiedene Sachen zu strukturieren auf einer Landingpage, gerade wenn diese so lang ist. Also du siehst hier schon, wie weit man runterscrollen kann und die Dinge, die ich auch gerade so ein bisschen überflogen habe, sind immer ganz gut, nicht nur durch die Überschrift, sondern auch durch diesen leicht anders gefärbten Hintergrund voneinander abgetrennt. Hier zum Beispiel die Testimonials. Die haben ehrlich gesagt noch ein bisschen Potenzial. Einfach, dass man hier nicht auf eine Webseite von denen klicken kann oder ein Profil von denen auf Xing ist hier nicht relevant, aber in den USA LinkedIn oder sowas finden kann. Sowas könnte ich mir noch vorstellen. Sowas könnte noch eine gute Ergänzung sein. Und hier ist das CSS nicht ganz sauber gemacht. Auf solche Kleinigkeiten muss man auch unbedingt achten. Aber alles in allem ist das ein gutes Beispiel. Hier haben wir auch mal das Blau so als komplette Trennung mit drinne. Alles in allem ist das ein super Beispiel, um sich mal eine Landingpage für ein digitales Produkt oder für einen Service, für eine Dienstleistung als Vorbild zu nehmen. Dann gehen wir mal noch ins nächste Beispiel. Da haben wir Moss. Und Moss muss es natürlich auch wissen als Online-Marketing-Experte, wie sowas funktioniert. Und die wollen natürlich ihr Pro-Tool anbieten. Das Wichtige bei Tools, wenn man die verkauft, gerade im SEO- oder Online-Marketing-Bereich, ist, dass man sich die Tools anschauen kann, dass man eine kostenlose, freie Versionen zur Verfügung stellt, entweder eine Lite-Version, wo Daten ausgespart waren, oder einfach einen Zugang mit einem Trial, mit einer Periode, wo man sagen kann, okay, 14 Tage oder einen Monat kann man das Ganze kostenfrei testen. Das ist ganz wichtig und hier ist halt der Button ganz oben im Fokus. Auch hier haben wir, wenn man runterscrollt, einen Button, nachdem
also das ist ganz bewusst so gemacht, muss man sich mal anschauen. Nachdem dieser Start My Free Trial Button nicht mehr verfügbar ist, startet der hier oben und wird nochmal extra eingeblendet. Immer wenn sich was auf der Landingpage bewegt, wie in dem Fall, dieser Button eben reinfährt, also so erscheint durch diesen Effekt, dann wird unser Fokus darauf gelegt und wir sehen das oben in der Ecke und wissen auch, oh ja, 30 Tage Free Trial, alles klar. Da kann ich mich natürlich anmelden und kann das kostenlos mal ausprobieren. Das ist extrem wichtig und das ist auch bewusst so gemacht, kann für dich eine kleine Marketingmöglichkeit sein, deinen Checkout-Button auf der Webseite sticky und also nicht nur sticky zu machen, dass er immer sichtbar ist, sondern auch in den Fokus zu legen, nachdem man gescrollt hat. Musst du natürlich ein bisschen programmieren. Eventuell findest du ein Plugin dafür. Ich kann dir jetzt kein wirkliches empfehlen. Ich würde es selber in WordPress umsetzen und würde mir da entsprechende Hilfe ergoogeln. Ja, was haben sie hier noch auf Moz gemacht, neben diesem Sticky Header? Wir haben hier immer mal wieder zwischendurch Testimonials und hier sind die Testimonials auch super gemacht. Klar, wir haben das Bild menschlich von dem jenigen, der das wirklich auch getestet hat, mit einem super Statement dazu, wo der herkommt, und haben hier auch den Link, also wir können nachgucken, von wo der kommt, was für eine Webseite der macht, und wenn die cool aussieht, dann haben wir da selbst ein wenig mehr Vertrauen in dem, was er hier im Testimonial sagt, weil wir ihn da auf der Webseite wiederfinden. Das ist sehr wichtig, Testimonials auch mit einer Verlinkung zu machen, und alle, die jetzt ein bisschen mehr Ahnung von SEO haben, wollen natürlich wissen, welche Art von Link hier eingebaut ist. Das ist ein Follow-Link, kann ich dir hier nochmal beweisen. Also wir haben im Quellcode kein No-Follow. Und das ist auch für die Suchmaschinenoptimierung auf der Landingpage, wenn du sagen möchtest, ich möchte jetzt mit dem Produkt, also hier geht es um das Keyword SEO oder Online-Marketing-Tool zum Beispiel, nimmt ja auch keine Link-Power oder sowas weg. Das nun mal so als kleiner Ausreißer in die Suchmaschinenoptimierung selber. Ja, auch hier wieder die Trennung. Ja, wir haben hier den Hero-Shot mit diesem personifizierten Head-Bereich. Und Menschen sind ganz wichtig im ersten Step. Ja, natürlich ist das ein Tool, etwas sehr Praktisches, etwas Technisches, aber es sind die Menschen, die das Tool nutzen, die das Tool erfolgreich machen und die das Tool besonders machen. Deswegen gehören an den Anfang nicht irgendwelche Blöcke, irgendwelche technischen Bilder rein, sondern an den Anfang gehören tatsächlich Menschen rein, die Spaß haben, Moz Pro zu benutzen. Also auch wieder so unterschwellig, aber für die Landingpage ganz wichtig. So, ah, hier, guck mal, so viele Leute nutzen das. Tolle Sache. Das passiert bei den Kunden alles unterbewusst, aber das ist wichtig. Und dann auch wieder die Abtrennung nach diesem Hero-Shot mit verschiedenen Farben. Wir haben hier so eine Art Blau, Hellblau. Das geht so ein bisschen in die Richtung der Moz CI-Farben. Dann haben wir Weiß und das wechselt dann hin und her. Und dann kommt das, was mir ganz besonders gut gefällt. Zwischendurch hier diese Testimonials, aber halt die Übersicht, was du mit dem Tool machen kannst. Sehr, sehr kurz und knapp. Aber es gibt immer die Möglichkeit, mehr zu erfahren. Das heißt, in a nutshell kann ich mir das Feature hier immer durch die Überschrift und durch die sehr gut zusammengefassten Punkte anlesen. Also ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich verstehe durch Moz Tool, wie meine Besucher sich verhalten und kann Keywords auswählen und kann meine Keyword-Listen speichern. Cool, wenn mir das reicht, gehe ich weiter zum nächsten Feature oder ich lese mir hier weiter irgendwelche anderen Features durch. Das war nur eine kurze Anmerkung aus Slack. Ich kann meine Rankings tracken, auch eine coole Sache, die mich eventuell als SEO-Tool-Interessenten interessiert. Boah, das war jetzt viel interessiert, aber wieder nur zwei Key-Features und die Möglichkeit, sich das näher anzuschauen. Ja, Crawl und so weiter, dann geht das hier so weiter. Link-Opportunities, und ich habe auch immer die Möglichkeit, den Open Site Explorer als entsprechende Light-Version dahingehend auszuprobieren. Das Ganze mündet dann noch in weiteren Testimonials und dann haben wir hier den Free-Button nochmal ganz hart getrennt mit dem schwarzen Hintergrund und dem gelben Button. Das ist dann nochmal sehr auffällig. Unique Data Set You Can Trust. Also entsprechend nochmal auf die Daten verwiesen, dass du das doch einfach mal ausprobieren kannst.
Super Möglichkeit, um auf der Landingpage einfach mal diese kostenlosen Anmeldungen zu kriegen und dann irgendwann den Upsell zu machen, zu sagen, ja, die bezahlen das. Wir haben hier auf dieser ersten Landingpage, wenn du das siehst, hier dieses Submenü, was sticky bleibt, ist nicht das Hauptmenü, was hier mit Block und About geführt wird, sondern das Pricing ist auf der Hauptpage noch gar nicht drauf. Das heißt, es geht erstmal gar nicht darum, hier etwas zu verkaufen, sondern diese Testversion zu generieren und einen Kontakt, einen kalten Kontakt vielleicht, einen Besucher von Google, der einfach nur gegoogelt hat, hier SEO-Tools, weich zu machen und zu sagen, ja, ich möchte, dass er sich für die Free-Version anmeldet. Das Pricing ist nachgelagert, das muss ich dem auf der Hauptseite noch gar nicht zeigen. Es ist auch relativ teuer, muss man mal sagen, für so eine Pro-Version, aber du musst erstmal das Tool kennenlernen, musst sagen, hey, das gefällt mir, die Möglichkeiten sind super, ich will das weiter ausschöpfen und dann interessierst du dich später erst für den Preis. Deswegen ist es auf der Hauptlandingpage noch gar nicht mit zu finden. Das zu Moz, wenn du ein Tool hast, orientiere dich gerne daran, die haben das gut gemacht. Du kannst es natürlich auch mit der ersten Page, die wir gesehen haben, vermixen. Nächste Seite ist der gute Brad. Das ist ein Programmierer und der weiß ziemlich gut, was er tut. Und er kann nicht nur Webseiten gut aussehen lassen und programmieren, der ist auch jemand, der sich selber ins Zentrum stellt seines oder seiner Tätigkeiten, sich selber als Produkt vermarktet. Und das ist oft im Online-Marketing-Bereich anzufinden. Das ist aber auch oft in anderen Bereichen anzufinden, die ihr Know-how verkaufen. Also jeder, der im Prinzip ein Know-how hat und das Know-how als Coach verkauft, der das Know-how als Online-Kurse verkauft, in irgendeiner Form eines digitalen Produktes, E-Books und so weiter, kann sich selber in den Mittelpunkt stellen und eben durch seine eigene Präsenz seine Landingpage aufziehen. Und genau das hat er hier gemacht. Er hat jetzt hier in dem Fall seinen Namen als Domain gewählt, der gute Brad. Und das Erste, was mir hier positiv an der Landingpage auffällt, weil die Startseite so einer Seite über sich selber oder zu dem, was man tut, ist auch eine Landingpage. Das musst du dir bewusst sein, dass die Startseite auch eine der wichtigsten oder die wichtigste Landingpage überhaupt ist, wenn es um deine Person geht, wenn es um ein Business geht, was auf dich selber ausgerichtet ist. Wieder mal ein paar Kleinigkeiten, die mir auffallen, auch im Vergleich zu den anderen. Hier wird schon im Menü mit Unterüberschriften gearbeitet, finde ich super. Also einfach auch mal den Schritt zu machen und zu sagen, hey, wenn du nicht weißt, wie meine Webseite gegliedert ist, gebe ich dir einfach nochmal einen kleinen Hinweis direkt drunter unter dem Menüpunkt. Das heißt, start hier, klick hier und klickst es. Wenn du neu bist, dann erfährst du auf der Startseite den Überblick. Wenn du mehr über den Brad wissen willst, dann klick About. Wenn du einfach nur irgendwelche Scheiße lesen willst auf gut Deutsch, dann klick auf Blog. Wenn du wissen willst, was der so anbietet, was er so verkaufen kann, dann klick auf Produkte und so weiter und so fort. Also Get in Touch, Contact. Da kann man sehr kreativ werden und ich finde eine Unterüberschrift nicht nur zu normalen Überschriften, die man hier entsprechend setzen kann, sondern auch im Menü eine super witzige Sache. Die wird nicht in jedem Business funktionieren. Aber in dem, wenn das hier auch so ein bisschen lustig und persönlich rüberkommt, ist das eine ganz coole Idee. Persönlich ist Stichwort, sein Hero Shot ist er selber. Also ein schönes Bild von ihm direkt hier auf der linken Seite. Der Typ ist sympathisch, ich kaufe den Kurs einfach nur oder die Produkte, die er anbietet, weil er so ein sympathischer Typ ist. Funktioniert in dem Fall auch sehr gut. Und du wirst nicht glauben, wie viele Leute einfach nur die Entscheidung aufgrund der Sympathien für den Kauf treffen. Das ist eine sehr, sehr hohe Rate. Und also wirklich unglaublich, das Vertrauen aufzubauen und einfach, du kannst denen fast alles dann verkaufen. Natürlich sind solche Leute wie er immer dran bedacht, auch Mehrwert in den Produkten, die sie machen, ja, zu bieten. Du kannst dann eben entsprechend hier weiterklicken und reinklicken. Er stellt sich dann hier weiter vor. Aber im Prinzip, die Landingpage ist unsere Startseite hier. Die Button kannst du nicht übersehen und es ist auch immer wichtig, dass wenn du hier so drüber hoverst, dass das als Button erkennbar ist, also dass sich ein bisschen was ändert. Ich würde das vielleicht sogar in grün wechseln, wenn man drüber hovert, also vielleicht noch ein bisschen stärker machen. Hier hast du wieder so ein paar wichtige Hauptinformationen direkt oben drinne, für wen das ist, was der macht und was du hier alles finden kann, also von Grund auf starten. Und ja, wenn du halt mehr Clients, mehr Kunden haben möchtest, dann klickst du eben auf diesen Button. Also auch die Formulierung des Buttons ist sehr wichtig, nicht nur Buy Now, sondern ich möchte mehr
Klienten mehr Kunden haben, ist eine Formulierung für Button, die sehr viel intelligenter ist als dieses Standard kaufen, Anfragen abschließen. Da hat er sich auch natürlich drüber Gedanken gemacht und das solltest du bei deinen Button, wenn du die gestaltest, auf der Landingpage auch bedenken. Was hatten wir hier? Schauen wir nochmal, Get Started for Free, natürlich Free ganz wichtig. Und auch hier oben, Start My Free Trial, also immer, ich mache etwas, ich kann etwas als Mehrwert generieren, den Bezug schon auf mich gelegt, auch sehr wichtig. Und was haben wir hier, Enroll Now, das ist so ein bisschen generischer, hier könnte man natürlich noch ein bisschen besser zertifiziere mich jetzt oder sowas, auf Deutsch könnte man hier als Button auch noch verbessern. Du siehst, keine Landingpage ist perfekt, aber es sind immer Elemente, die wir mitnehmen können, um unsere vielleicht ein bisschen besser zu machen. Dann haben wir hier bekannt aus, haben wir hier so ein paar Dinge, die als Siegel, würde ich es mal nennen, die wir in unserem Hauptprinzipien hatten, wirken können, die ein bisschen unterstützen. Das heißt, okay, man kennt ihn hier von diesen großen Webseiten und der ist auch ein bisschen schon, sag ich mal, etabliert. Und die Webseite, also Startseite, bietet dann eigentlich einen schönen Überblick über seine Angebote erstmal, dann über seinen Blog und dann über sich selber auf jeden Fall. Und auch wieder hier, Continue Reading, View All Posts, die Möglichkeit, mehr Informationen zu kommen. Das heißt, eine Landingpage ist auch manchmal gar nicht dafür da, alles zu erzählen, sondern einfach auch einen guten Überblick über Produkte, über Angebote, über Dienstleistungen zu geben, um dann weiter zu informieren und eben hier auf der Seite auch zu seinem Blog das Interessanteste auf der Startseite zu positionieren. Hier kann man weiter lesen und hier kann man alle Posts sehen. Und dann wieder er sich in den Fokus gestellt, seine Persönlichkeit rübergebracht und halt auch zu überzeugen, was er für ein Typ ist und wo er so herkommt und was er so gemacht hat wie alt er ist und so weiter und so fort und wie man Social ihn noch sonst so finden kann und auch hier wieder nochmal ein paar Plattformen, wo er zu finden ist. Was ich noch sehr interessant finde an den Testimonials, die kann man ja auch sehr unterschiedlich gestalten. Er hat sich dafür entschieden, hier kein Bild reinzumachen von den Leuten, also von seinen Studenten, die diesen CSS- und HTML-Kurs absolviert haben. Er hat das in einer anderen Schriftart eingebunden. Finde ich sehr interessant, weil es dann wie so ein handgeschriebenes Statement aussieht und sich von der restlichen Webseite, die ja hier in diesen Schriftarten sehr klar und strukturiert überkommt, hier so ein bisschen handschriftlich sehr abhebt. Finde ich super und auch hier wieder der Button oder der Link zu allen Testimonials. Und was wir noch gar nicht betrachtet haben, sind hier unten die Leiste, die du gar nicht siehst. Hier unten sind sogar noch Social-Dinge drin. Auch hier nochmal ganz am Ende ein sehr großer Button. Also, wenn du dich persönlich so ein bisschen präsentieren willst, schau dir den Brad an und seine Landingpage. Seine Startseite entsprechend, hast du ein ganz gutes Prinzip, wie du auch so ein bisschen den Fokus auf deine Person lenken kannst. Da gibt es noch andere Beispiele, zum Beispiel, ich möchte jetzt gar nicht so viele bringen, aber aus der Werbung sollte dir vielleicht das bekannt sein. Ist natürlich auch jemand, der sich in den Vordergrund stellen muss zu seinem Online-Kurs oder zu seinem Produkt, weil das eben nur aus dieser Bekanntheit entsprechend gemacht wird. Auch hier die Landingpage mit diesen Beispielen, was man alles erreichen kann, nicht schlecht gemacht. Auch hier die Vorteile in schönen Boxen betrieben, individuell, also die Vorteile und so weiter und so fort. Auch eine sehr schön gut gestaltete Landingpage und ich wollte da jetzt an dem Punkt auch nochmal sagen, dass es sehr wichtig ist, da auf Design einer Landingpage Acht zu geben. Wir hatten hier ein paar Designfehler, möchte ich es mal nennen, drin. Auch wenn man sagen müsste, eigentlich müssten die wissen, wie es besser geht. Es ist ganz wichtig, hier auch sehr viel Design und Bilder und Material reinzubringen. Und das zweite Wichtige an der ganzen Geschichte ist, wenn du das programmierst, dass du das nicht am Desktop, so wie ich es dir jetzt gerade zeige, programmierst, sondern dass du das für mobil optimiert programmierst. Ja? Schau dir das direkt an, wie das in mobil aussieht. Ja? Wie ist das Menü? Wie ist das mit den Button? Hier oben haben wir hier kein Sticky-Button. Also irgendwo musste hier der Button dann sticky werden. Ja, hier haben wir das gut gemacht. Kann man sich die Bilder hier auch noch gut anschauen. Wie ist der Content aufbereitet? Da möchte ich jetzt nicht zu viel ins Detail gehen. Aber viele Konzepte, die hier auf
Desktop gut aussehen, die müssen sehr individuell betrachtet werden in Mobile. Da könnte ich jetzt ein komplett eigenes Video machen, da wir schon wieder 30 Minuten haben und ich noch ein Beispiel in petto habe, soll das nur nochmal die Warnung sein. Design ist für die Landingpage wirklich wichtig. Professionelle Hilfe mit reinnehmen, wenn es auch nur ein Freelancer-Job ist, ist notwendig, wenn du denkst, es ist nicht auf dem Stand, wie es im Vergleich zu deiner Konkurrenz ist, dann nimm dir professionelle Hilfe für das Design mit rein. Und auf jeden Fall Mobile für die Landingpage sehr wichtig. Die muss funktionieren, weil einfach viel zu viele auf Mobile schon unterwegs sind, logischerweise. Dann letztes Beispiel. Wir haben gesagt, die Conversion Rate ist natürlich sehr wichtig. Den Leuten ist wichtig, dass hier auf diesen verdammten Button geklickt wird, dass das Tool, die Trial gemacht wird, dass der Kurs gekauft wird, dass Aktionen, die gestartet werden, auch umgesetzt werden. Ich habe hier schon öfter eine Seite gefunden, ein Institut, das ja solche Dinge mit sehr vielen Daten überprüft. Und an der Stelle soll nochmal gesagt sein, das Video ist nicht gesponsert, weder von digitalmarketer.com, noch von Moss, noch von Brad, noch von diesem Institut. Das heißt, alle Dinge, die ich dir hier vorstelle und Links, die ich dir in die Beschreibung packe, sind normale Links, sind keine Affiliate-Links. Aber diese Seiten oder diese Beispiele, auch wenn Moss ein super Tool ist, ist relativ teuer, aber auch diese Seite hier bietet dir natürlich Dinge an, die du kaufen kannst. Du musst sie nicht kaufen. Wie gesagt, ich werde nicht gesponsert, aber ich finde halt auch, ich habe die extra mit reingenommen, weil ich halt weiß, dass nicht nur diese Services richtig gut sind, sondern auch die Landingpages entsprechend diesen guten Service gut repräsentieren. Und jetzt nochmal auf das letzte Beispiel einzugehen. Wir haben hier eine Seite, die sich mit E-Commerce und Conversion-Optimierung extremst beschäftigt. Das heißt, Dinge, an die du noch gar nicht gedacht hast, Dinge, die ich dir noch gar nicht erzählen konnte, auch wenn wir jetzt schon das dritte Video haben, was mittlerweile 30 Minuten schon lang ist, kann ich dir gar nicht alles erzählen oder ich kann dir gar nicht alles belegen mit Daten, aber die können das. Die haben hier entsprechend zu verschiedenen Themen, hauptsächlich Online-Shop, ob es jetzt Homepage, Kategorieseiten, Produktlistings, Produktseiten oder mehr ist, Daten entwickelt. Ich zeige dir mal, wie sowas aussieht. Und die stellen hier auch ganz viele Daten frei zur Verfügung, wenn du dann vollen Zugriff auf diese Erkenntnisse, die sie hier an entsprechenden Beispielen, ich habe dir jetzt auch nur drei Beispiele gezeigt, die haben viel, viel mehr Beispiele zu verschiedensten Seitentypen, Conversion-Problemen und Umsetzungen, haben die ja viel, viel mehr Daten, können die viel mehr Punkte und viel mehr Beispiele halt zeigen, als ich das kann. Deswegen ist es das super Beispiel am Ende, um dir zu sagen, so kommst du an sehr, sehr viele Daten ran. Also wenn du einfach sagst, okay, das, was Patrick jetzt erzählt hat, das reicht noch nicht aus. Ich brauche noch größere Seiten, andere Seiten, mehr Input, dann schau hier. Es gibt auf jeden Fall Daten, die dir selber oder die dir kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wir sind jetzt hier auf dem Checkout und dem Card, also der Kasse und dem Checkout von Disney. Haben die hier geprüft, disneystore.com, und die haben hier immer so eine Bewertung, ja, in welchen Kategorien schneiden die gut und schlecht ab, also im Prinzip für dich ein Raster zu sagen, okay, ich kann mir jetzt, was den Payment Flow, also die Zahlungsmöglichkeiten und die Handlung, das Handling angeht, kann ich mir auf jeden Fall Disney Store anschauen und kann mir die Dinge, die die da gemacht haben, umsetzen oder abschauen, also kann ich kopieren, aber ich sollte vielleicht nicht auf den Order Review weiter eingehen. Wenn du hier die Daten vollständig zur Verfügung hast, das Ding hier kostet $200, dann kriegst du hier diese Guidelines, dann kannst du dir wirklich anschauen, wo die Probleme liegen. Hier ist es nur grün oder rot markiert in diesem Beispiel, zum Beispiel hier grün das Page Design, wie viel Impact es hat, nur 16%, aber hier auf der linken Seite haben wir hier eine andere Guideline, die das, wie ich das Produkt zum Button, zum Warenkorb hinzufüge. Ich muss immer wieder zwischen Englisch und Deutsch wechseln. Das ist schwierig. Aber hier haben wir wenigen Impact, aber sehr viele, die das falsch machen. Also wirklich ein Raster. Wie viel machen es falsch? Wie viel Impact hat das auf deine Conversion Rate? Und wie hat die Seite das umgesetzt, gut oder schlecht? Um dann die genaueren Hinweise zu kriegen, musst du natürlich das Pro dann haben. Aber du siehst schon, die ganzen Punkte, die wirklich auch Einfluss haben können, mehr oder weniger Einfluss, sind hier entsprechend als Daten aufbereitet zusammengefasst.
Und jetzt haben wir hier einfach auch mal eine Produktseite zu so einem Stuhl. Ja, was hier alles in diesem Beispiel von Office Depot gemacht werden kann, so sieht das dann entsprechend aus. Und es geht komplett runter. Also die Landingpage dieses einzelnen Produktes ist ja auch sehr lang und man könnte richtig viel darüber erzählen. Und die haben das hier wirklich alles zusammengefasst. Auch hier, was die Testimonials und FAQs angeht, haben die überprüft und haben die entsprechenden Guidelines, die sie hier entworfen haben, angewandt und haben immer wieder eingeschätzt, ist es gut oder ist es schlecht. Also wirklich für ausführliche Daten kann ich dir das hier nur empfehlen. Aber die haben natürlich selber eine Landingpage, die wir uns als allerletztes noch anschauen wollen. Da geht es um den Verkauf des eigenen Produktes, nämlich ja, E-Commerce, Checkout, Usability. Und auch hier mit den Unterüberschriften wird gearbeitet, finde ich besonders gut, weil natürlich einfach nur Checkout, E-Commerce, Usability überliest man so, ne? Aber 69% aller E-Commerce-Webseiten ja, schließen den Kauf nicht ab. Und auch wenn sie es in den Warenkorb packen. Warum ist das so? Und das, wenn ich das verstanden habe, weiß ich auch, warum der nächste Abschnitt eventuell für mich interessant sein kann. Dann gehen die ja sehr, sehr stark auf ihre Vorteile ein und das ist die Menge an Daten, die sie zur Verfügung haben. Und das habe ich auch an den Dingen, die man sich schon kostenlos anschauen kann, weil wir haben hier viele, viele Artikel in diesen unterschiedlichen Kategorien, haben wirklich viel Informationen und Daten vorliegen. Also wirklich unglaublich, das kann man selber gar nicht so überblicken als kleine SEO-Hochschule zum Beispiel oder gar nicht alles testen. Haben die hier mehrere Leute dran gehabt. Auch wieder Testimonials zwischendurch. Du siehst, dass das von großen Unternehmen halt auch benutzt wird, um ihre Conversion Rate zu überprüfen in erster Linie und zu verbessern. Dann haben wir in diesen Texten, die das erklären, die für mich ein bisschen lang sind, aber zumindest die Fettmarkierung und wir haben auch immer die, ja, Argumentation mit vielen Zahlen und Prozenten, die erstmal richtig cool aussehen. Wir haben sehr viele Icons und ja, diese Icons sollen ja halt auch schneller ranbringen, was du in diesem Report bekommst. Also Design Guidelines, sehr viele Screenshots, um halt auch für dich Dinge abzuleiten. Print Optimized Pages, das heißt, wenn du jemanden in deinem Online-Marketing-Team hast, der deine Conversion Rate verbessern soll, dann druckst du dem die Pages und die Dinge aus und der kann das dann entsprechend umsetzen. Ja. Case Studies und so weiter, auch hier wieder immer wieder eingestreut, diese Testimonials. Du kannst hier anschauen in so einer Art Vorschau, wie diese Reports aussehen und wie diese ja, Dokumente, die du ja kaufst, aufgebaut sind. Und dann hast du die, ja, auf jeden Fall die Table of Content, entsprechend die Inhaltsverzeichnisse komplett nochmal vorliegen, was als Inhalt auf dich zukommt. Was haben wir noch? Ja, das sind hier diese Einblicke, diese Freebies, damit man auch sich vorstellen kann, wie das E-Book oder das Paper dann entsprechend ausschaut. Und die Icons habe ich schon genannt. Das hier ist noch interessant. Der Vergleich zu anderen Industrien. Das heißt, wenn du einen Konkurrent hast und auf deiner Landingpage dein Produkt mit anderen Produkten vergleichen kannst, dann kannst du das tun. Die Frage ist, ob das rechtlich dann immer wieder erlaubt ist und so weiter. In dem Fall hier nehme ich mal an, dass es erlaubt ist. Und sie haben sich selber gegenübergestellt zu anderen, wie viele Pages die haben, wie viele Guidelines und welche Sources die haben und ja, auch preislich die Unterschiede. Ne? Hier haben wir das für $200. Es gibt zwar jemanden, der noch mehr Pages entsprechend zur Verfügung stellen kann, aber eben auch ein bisschen mehr kostet. Und hier kannst du Geld zurückkriegen und sowas. Also man könnte es auch noch mit Rot und Grün und Häkchen gegenüberstellen. Einfach die USPs bezogen auf die Konkurrenz hier nochmal dargestellt. Ja, und dann kommen wir hier auch zu dem Buy-Button fast ganz am Ende. Also es ist nicht wirklich das Ende. Dann kommen hier nochmal als allerletztes, hey, diese großen ja, Brands nutzen unsere Daten. Warum du nicht auch? Und dann nochmal Testimonial zusammengefasst. Nach diesem Kaufen kann man auch so machen, aber eben erst ganz am Ende und auch auf bekannte Marken setzen und sagen, oh, die nutzen das alle. Mensch, die haben Budget und die nutzen das trotzdem und die nehmen da ihre Erkenntnisse raus für nur $200. Muss das was wert sein? Also wir haben das hier auch drinnen stehen. Mann, dieser Report kostet die Leute wirklich Geld, aber es ist es wert. Und ich glaube, das ist es wirklich, ohne selber das gekauft zu haben. Für alle, die wirklich sehr viel Wert drauf legen, ihre Conversion Rate zu verbessern, ist das eine Anlaufstelle. Schau dir erstmal die Reports im kostenlosen selber an und entscheide dann für dich,
ob dich das weiterbringen kann, weil ich kann dir so viel mehr Beispiele jetzt auch nicht geben. Wir haben mit den E-Commerce-Beispielen das gehabt, wir haben den Grundaufbau gehabt. Vieles wirst du durch eigenes Testen, durch eigene Konkurrenten, durch eigene Beispiele, die du dir vielleicht anschaust, feststellen, wie du das machen kannst auf deiner Landingpage. Probier das einfach aus, ob sich's verbessert oder nicht. Folge vielleicht solchen Guidelines hier. Und ja, an der Stelle wünsche ich dir mit den Beispielen, wenn du jetzt mitgeschrieben hast und gesagt hast, Mensch, so viele Dinge, die ich hier noch umsetzen kann an meiner Produktseite, an meiner Landingpage, wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Schreib mir doch einfach in die Kommentare, ob das was gebracht hat. Das kannst du natürlich erst machen, indem du später nochmal auf das Video zurückkommst und eine gewisse Zeit lang das Test verstreichen lässt. Aber ich wäre super froh, wenn dir das irgendwie weiterhelfen kann, ein bisschen mehr Verkäufe zu generieren, ein bisschen besser vielleicht auch sogar die SEO zu machen, weil du siehst immer sehr, sehr viel Content auf den Landingpages. Das heißt, auch mit deinen Produktseiten besser zu ranken, mit den Landingpages entsprechend auch zu den zugeordneten Keywords besser dazustehen. Da werden dir alle Beispiele halt auch bei helfen, können dir alle ein gutes Vorbild geben. Und in dem Sinne, ja, lass mir da einfach einen Kommentar, ein Like, irgendwas da, was du dazu berichten kannst, wenn du das Ganze umsetzt. Wir sehen uns spätestens beim nächsten SEO-Video wieder. Bis dahin.